Ja, das darf ich jetzt ausbaden, weil jetzt darf ich Geld farmen. Ja, scheiße. Oh. Ja, was kann ich euch sonst noch so erzählen? Ja. Geometry Wars, wie gesagt, Story Mode habe ich jetzt durch. War echt so ein bisschen wie Wipeout, der immer so überall 3 Sterne, richtig schön knackig. Und hat aber auch richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Jetzt hänge ich da gerade im Evolutionsmodus fest. Da kann ich euch das Spiel auch sehr empfehlen, wenn ihr echt Bock habt auf sowas. Wo es einfach nur auf Core-Skill ankommt. Also einfach nur schnelle Reaktion, gutes Auge, Hand-Augen-Koordination. Ja, ist das Spiel genau das Richtige für euch. Also mir hat es super gefallen. Ich meine, ich habe weder das eine noch das andere, noch das dritte, wovon ich sprach vielleicht. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, wirklich sehr cool. Ich glaube, die Geschichte davon von dem Spiel ist ja letztendlich, dass es mal, ich glaube, bei Forza, ich habe irgendein Xbox-Spiel, mal als Minispiel involviert war. Und dass es wohl so viele Leute Spaß gemacht hat, dass sie jetzt einfach sich gedacht haben, gut, machen wir halt ein Spiel daraus. Die gab es damals, glaube ich, in der Xbox Live Arcade. Und hat sich da, glaube ich, auch jetzt nicht so schlecht verkauft, weil sonst würde es auch keinen Port für die PlayStation 4 geben. Na, ich habe noch ein bisschen nach. Gebt doch mal bitte Geld her! Himmel! Ja, das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Oh, burn, motherfucker. Boah, ihr gebt ja auch nichts mehr her, ne? Hier brauche ich noch. 16 habe ich gerade mal! Okay, ich schneid's raus. Das dauert mir jetzt hier gerade wirklich leider etwas zu lang. Bis gleich! So, wir sind nun da und wir haben auf jeden Fall genug Geld. Alles schön gefarmt. Ja, möchte ich bitte haben. Gib es bitte her. So, auf zum letzten Artikel, der uns jetzt noch fehlt. Wie gesagt, wir haben zwar noch eine Lücke. Und zwar fehlt uns, wie gesagt, das silberne Schwert. Das werden wir aber nicht mehr holen. Also es ist, wie gesagt, einfach nur das Schwert in Silber. Macht ein bisschen mehr Schaden als das bronzene oder normale. Das Holzschwert, keine Ahnung, nennt es wie ihr wollt. Ist aber bei weitem auch nicht so stark wie das goldene. Deswegen ist das für mich jetzt eigentlich relativ sinnlos, wenn ich das jetzt auch noch holen würde. Also ist das einfach nur zeitaufwendig. Weil wenn das jetzt wirklich eine komplett andere Waffe wäre, eine Shotgun oder so, die jetzt aber trotzdem kacke schwach ist, dann würde ich die holen, aber nur weil irgendwas eine andere Farbe hat, ist dann zu holen. Und ich weiß, dieser Spruch, den ich jetzt gerade gebracht habe, wegen der anderen Farbe, sich dafür nochmal Zeit zu investieren, der wird mir irgendwann nochmal zum Verhängnis werden. Weil ich denke mir, ach guck mal, die gibt es ja auch noch in grün, die musst du auch noch haben, dafür musst du jetzt noch 80 Stunden weiterspielen. Aber mein Gott, dann ist es halt so. So, ich laufe nur zurück. Nein, ich bin falsch. Ich bin falsch! Ich bin falsch! Shit! Nein, ich bin richtig. Stimmt. Ah, sorry. Mein Fehler. Und jetzt hier lang? Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. Schon gefühlt wieder 18 Jahre her, aber ich bin... Ja, sieht gut aus, ja. Ups! Hau bloß ab, ey. So! Okay. Das letzte Artefakt. Und... You now possess Dracula's Wing von Wingman. Ja, hier ist er, das schöne Ding. Ich glaube, das brauchen wir, um Zugang zu erhalten für sein Schloss in Verbindung mit dem Kreuz dort oben. Das war das normale Schwert. Ja, jetzt nur noch irgendwie halt nach Hause kommen. Was heißt nach Hause? Draculas Schloss müssen wir jetzt noch betreten. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich noch ein richtiges Schloss ist oder ob das jetzt quasi nur der Endkampf ist, so wie im ersten Teil. Ja, da gab es ja auch das letzte Level und das war ja, glaube ich, oder täusche ich mich da jetzt komplett? Ich weiß gar nicht mehr. Scheiße. Werden wir auf jeden Fall erfahren. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wenn das Schloss jetzt nicht mehr allzu kompliziert ist, wir haben jetzt 20 nach 9. In einer halben Stunde würde ich gerne fertig sein. Oder beziehungsweise gerne aufhören. Dann habe ich noch eine Stunde Zeit zum Chillen. Ein bisschen. Hey, auch mal Facebook-Post schreiben. Noch schreibe ich noch ein bisschen Geometry Wars. Oh mein Gott. Und ein bisschen Cast Clash natürlich. Dankeschön. Oh, ich hoffe, ich habe mich irgendwo fallen lassen. Leute, es reicht. Okay. Natürlich habe ich mich nirgendwo fallen lassen. Nur in die Nase. Das größte Problem, was ich jetzt, glaube ich, nur noch vor mir habe, zumindest in meinen Augen, ist jetzt erstmal Dracula Schluss finden. Hehe. Ich gehe einfach, ich glaube, wir kamen ja von rechts, wenn ich mich nicht täusche. Sieht ja schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Wir sind immer schon mal auf einem guten Weg. Und da ist das Level noch nicht zu Ende. Und da ist das Level noch nicht zu Ende. Und da ist das Level zu Ende. Yay. Raus hier. So. Gehen wir mal links weiter. Matschepampa. Ich kam nicht von links. Das heißt, das sieht jetzt erstmal gar nicht mehr so schlecht für mich aus. Ach, die hält sich hier viel zu gut.
Ist mir zu doof. Wo sind hier meine Scheißdinger? Hui! Schaut euch an, wie schnell ich bin. Schaut euch an, wie schnell ich kann. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Entscheidung bereuen werde, dass ich jetzt zwei Levels dafür benutzt habe. Scheiße. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich hier richtig bin. Okay, hier war ich noch nicht. Wobei, wenn die Grabsteine jetzt kommen, dann wäre ich wieder stutzig. Ne, hier war ich noch nicht. Okay. Coole Sache. Ui, 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 ui. Ah, ihr wisst hier, wo ich bin? Einer der beiden Sterne hat gesagt, oh, da komme ich ja gar nicht weiter. Alles klar. Vielleicht hätte ich hier auch den, ja, hier hätte ich das auf keinen Fall machen müssen. Weil ich habe ja schon längst das goldene Schwert bekommen. Ey, verlass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Plasmide. So. Okay, aber so, das Spiel ist weg. So, gut, das reicht. Das reicht, das reicht. Ich will meine restlichen Laurels nicht dafür verschwenden. Sondern ich mache dann einfach den hier. Jetzt habe ich mich auch noch getroffen. Und zwar auch ordentlich. Zieht der Schleim eigentlich jetzt auch mehr nachts ab? Mein Fehler. Entschuldigung. Ja gut, dann heizen wir jetzt nochmal komplett nach rechts in der Hoffnung, dass da gerade das Schloss ist. Ansonsten würde ich gleich aufhören. Und muss mich dann im Internet gucken, wo das ist, weil ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte noch zwei Wege, die ich nicht gehen konnte. Einmal das Wassergezumpel, ist klar. Und das, wo wir jetzt gerade lang gekommen sind, wo wir nach links hätten springen können und wir weitergekommen wären. Ich will jetzt aber nochmal nach rechts gehen, zu den beiden Stellen. Erstmal da, wo die Wand war und dann nochmal runter, wo ich die beiden Steine nicht passieren konnte. Vielleicht kann ich das mit Hilfe von Draculas Ring machen. Ich weiß es aber nicht, weil es zeigt mir offensichtlich, also ganz eindeutig sogar, du kommst da durch, Dennis. Theoretisch zumindest. Praktisch hingegen, nicht so ganz. Okay, ich habe nicht mehr viel Energie. Vielleicht brauche ich doch noch einen Laurel. Fände ich jetzt nicht so gut. Na, das schaffen wir aber. Das schaffen wir aber. Das schaffen wir aber. Das schaffen wir aber. Oh, das schaffen wir. Habe ich doch gesagt. Mein Gott. Okay. Jetzt machen wir einen super Sprint nach rechts. Immer noch 5 Frames. Kann ich mitleben. Komm, stirb einfach. Dankeschön. Ja, ich würde mich nämlich gerne aufheben, wirklich, für die noch folgenden Kämpfe oder Kampf. Ich will hier nichts vorwegnehmen. So. La 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 la. Nein! Ja, dankeschön. Oh, ja, ich weiß, es ist zwar nervig so, aber ich, wie gesagt, ich würde die wirklich gerne haben. Ich glaube nämlich, der letzte Kampf ist schwierig. Also, er kann sehr einfach sein, ich würde ihn aber ungern nur mit dieser Methode besiegen. Würde ich dann höchstens vielleicht mal demonstrieren oder wirklich, wenn es nicht anders geht. Oh. Jetzt müssen wir wieder das scheiß Schloss finden. Das ist nur eine kurze Matschpause. Das ist eigentlich eine lila Pause, ne? Oit! Okay, einen Schuss nur. Cool. Was? Ich war gefreezed. Gestunt war ich. Zumindest sah es jetzt für mich so aus. Ja, ist okay. Ich brauche mein Geld eh nicht mehr. Wer möchte mein Geld haben? Lalalala. Oh, ich kann hier aber auch nicht zerstören, diese Gleitfeuerbälle. Ah, Jump in the Run. Kann ich das nur vergessen. Ja, guck dir, wie ein junger Gott heizt der hier durch die Reihen. Was muss man da, was kann man dazu noch sagen, außer geile Scheiße. So, weiter Stadt. Nee, doch nicht. Ach, die Höhle, die Riesenhöhle, genau. Hui. Mit dem tollen Mann da unten, der mir sehr gut gefallen hat. Ah ne, der hat mir nur Laurels gegeben. Der hat mir gleich die Peitsche gegeben. Oder hat der mir die Peitsche gegeben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube fast nein. Ich muss runter. Gott sei Dank, ey. Ich glaube, ich habe unten angefangen. Genau. Oh, ich habe Feuer. Ich habe Feuer gemacht. So, okay, das war jetzt der Weg unten. Ah, ich glaube, genau, kann ich jetzt erstmal nochmal nach rechts. Oh, es dauert ja noch Ewigkeiten. Jetzt bin ich gerade mal hier. Muss ich hier nochmal so eine Sprungscheiße? Gleich, irgendwann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ups. 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 Ah, mein Gott, ist das müßig. Jetzt kriege ich auch Kohle ohne Ende hier, ne?
schrecklich ist das. Aber alle Gegner mit einem Schlag platt. Das ist natürlich schon vorteilhaft, auch wenn man in der Wildnis jetzt hier Nacht hat. Es geht einfach viel schneller. Eigentlich fast, ne? Ich sag mal locker um 25% schneller, weil man einfach die Zeit des Schlages nicht berücksichtigen muss. So, ihr seid uninteressant. Ich will es eigentlich nur noch zu Draculas Schloss. Lalalala. Oh, ich kann nochmal in die Kirche gehen. Mach ich nicht. Bin ja nicht bescheuert, Junge. Wollen wir noch eine Collecte haben hinterher. Kennt ihr noch jemand die Collectibles? Ich muss noch kurz überlegen. Was waren das mal für Dinger? Das waren so kleine Autos. Die waren sehr cool. Ich glaube, die konnte man so zusammenstecken, wie man wollte. Gebt mal ein. Bei Google Bilder, Connectibles. Boah, mein Gott, jetzt habe ich gerade so einen kleinen Flashback. Ich habe die geliebt, die Dinger. Weil die bestanden meistens aus 2, 3, 4 Teilen. Und ich habe da immer so richtig langen Wagen gemacht. Ich habe immer so die Mittelteile von 5 Wagen genommen. Und dann ins Wasser gesprungen. Nee, von 5 Wagen genommen. Und dann irgend so ein Vorderteil von einem Schaufelbagger. Und ein Heck von dem Cadillac. Sah auf jeden Fall interessant aus. Ich wollte nur den Tisch bringen, keine Sorge. Oh mein Gott, okay. La, 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 la. Fick dich. Mann! Schnauze, Schnauze. Ah, wieder eine Matschepump-Stelle. Okay, ist aber noch kurz. Ich glaube, ich mal hier durchgehen, bevor der mich 400 Mal trifft. Ach genau, das war die Stelle, wo ich ja nicht zurückkomme, richtig. War sie nur schon im Bild und hat meine Peitsche im Gesicht, aber ist nicht so schlimm. Gut, ah genau, hier gehst du mich nochmal runter. Dann gehen wir jetzt erstmal nur so nach rechts. In der Hoffnung, dass es dort auch weiter geht. Und nicht, dass es einfach nur eine Mauer ist. Ich glaube, ich lege schon mal Draculas Ring an. Ich weiß nicht, ob die Mauer dort verschwindet oder ob ich halt unten weiterkomme. Ich weiß es halt nicht. Gab's hier nicht auch irgendwelche Gegnasse? Es ist hier so ruhig, diese Stelle. Das heißt, es muss irgendeine Bewandtnis haben. Und ich kann mich nicht einfach so in der Sackgasse führen. Man kann es ja schon. Hier geht aber keinen Sinn. Und hier zum Beispiel, ne? Einfach zack, tot. Ich könnte weiterlaufen. Aber nein, ich muss warten. Deswegen, der Tag, der bringt auf jeden Fall schon einiges an Ersparnis. Und das ist echt ein ungleichmäßiges Verhältnis hier zwischen Tag und Nacht, ne? Oder geht's nur mir so? Vielleicht empfinde ich das auch nur so. Wo ich eigentlich nachts viel mehr zu tun habe. Schlagen halt. Bitte lass es den richtigen Weg sein. Oh! Okay, hier war ich schon, ja. Nein! Ja, ist okay. Hoi! Hahaha! So, ich will einfach oben drüber. Ilse Bilse. So. Putsch. Kann nicht sein. Wir können, die können mich hier nicht lang hetzen, nur aus Langeweile. Hier muss es was geben. Andererseits, ich wollte sagen, an der anderen Stelle geht es auf jeden Fall weiter. Okay. Scheiße. Ja, hier habe ich ja letztens. Ich kann mich hier auch töten lassen erstmal. Wenn ich mich bücke, geht das schneller? Nein, leider nicht. Ich trinke nochmal einen Schluck in der Zwischenzeit. Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann tragen wir jetzt mal wieder El Shieldos Maximus. Ich überlege gerade, was ich noch so erzählen kann. Ja, mein nächstes Urlaub habe ich eigentlich noch nicht so wirklich geplant. Ich habe jetzt auf jeden Fall nur vor, in den Sommerferien nochmal Urlaub zu nehmen, weil ich habe letztes Jahr in den Sommerferien gar keinen Urlaub gehabt. Weil ich bin jetzt persönlich nicht wirklich abhängig von Ferien. Allerdings, Julia halt, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Jahr vielleicht dann doch mal eine Woche zu nehmen. Ich muss jetzt nur gucken, wann genau. Ich hatte jetzt erstmal, oh, das müssen die Kollegen natürlich erstmal Vorrang kriegen. Joa. Aber wir kriegen ja schon irgendwie hin. Ich habe nur noch ein paar 30 Tage Urlaub. Ja, ich habe immer noch Resturlaub aus dem letzten Jahr. Deshalb ist schon fast rum. Ich habe halt nicht so viele Möglichkeiten, das ist das Problem. Ansonsten geht es mir aber sehr gut. Also wirklich, der Urlaub hat richtig gut getan. Mit dem Alex hat er richtig Bock gemacht, auch wieder Basketball zu zocken. Und zum Ende sich einfach ein bisschen dreckig zu machen und zu stinken. Und es hat auch in Strömen geregnet. Uns ist das scheißegal gewesen. Also wir haben früher auch immer zum Schulhof gegangen. Echt den ganzen Tag. Also es war wirklich immer so eine Tradition. Ich bin nach Hause gekommen, kurz Sportsachen angezogen, währenddessen hat meine Mama mir ein Essen warm gemacht. Also okay, ich war schon 15 oder so, also jetzt hätte ich das auch schon selbst machen können.
Also ich sag mal, ja, okay, ab 13, 14 hat es angefangen. Aber meine Mutter hat morgens eh mal gekocht und dann habe ich mittags die Dinger bekommen. Die Dinger, genau. Nudeln zum Beispiel. Und ich halte trotzdem 2, also finde ich jetzt aber dreist. Ja, und auf jeden Fall gegessen. So viel eins Schulhaus gehabt, damals noch. Gab es ja noch keinen Nachmittagsunterricht. Dann schnell gegessen. Viertel nach zwei spätestens war ich schon beim Alex mit Sportclub und er hat immer noch irgendwas gezockt. Damals halt, da war die PlayStation 2 noch neu. Da gab es halt, weiß ich, der Remake Quake 1 hat er mal gezockt. Resident Evil Code Veronica. Veronica, genau. Oder Metal Gear Solid 2. Das sind halt alles so Sachen, die er damals gezockt hat und die mir heute noch im Gedächtnis bleiben. Oder halt unter anderem auch Dynasty Warriors. Da gibt es auch noch eine geile Erinnerung, die ich auch niemals vergessen werde, wenn immer wenn ich an Dynasty Warriors denke. War nämlich ein Wochenende. Da war seine Mutter das Wochenende nicht da. Und ich habe dann einfach das ganze Wochenende da gepennt. Wir haben auch wirklich nur gezockt. Also zum einen Sport selbst, also Fußball stundenlang, Basketball stundenlang in meinem Schulhof. Und dann haben wir auch wirklich dann Dynasty Warriors gezockt. Als Demo. Und das war so geil. Und ich habe gedacht, boah, als ich die Demo gezockt habe, ich will das Scheißspiel haben. Ich will es vor allem spielen können. Weil mich das so heiß macht. Dynasty Warriors 3 war es damals noch, genau. Und dann musste ich nach Hause gehen. Ich wollte gar nicht nach Hause gehen. Meine Mutter hat gegrillt. Meine Family war da, meine beiden Brüder. Plus Anhang, sprich Freunde. Ja, und dann haben wir da gegrillt, war total lecker. Und ich wollte einfach PlayStation spielen. PlayStation 2. Mit Dynasty Warriors. Und dann kam irgendwann, ne, die Nacht. Also ich habe mir dann diesen Tag mit Vigilante oder Vigilante 8, kennt man vielleicht für die PlayStation 1 das Spiel. So ein Car Combat Shooter à la Twisted Metal. Aber ziemlich cool war das, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Habe ich mir damit dann den Abend die Nacht um die Ohren geschlagen. Wenn wir halt gegrillt haben, was auch richtig geil war, halt im Sommer. Ja, und dann eines Tages, ne, habe ich mal den Kollegen Alex gefragt, weil da gab es einen Charakter, da ist sowas, da hatte der keinen Bock mit dem durchzuzocken. Und dann eines Tages war der Moment gekommen und ich habe einfach gefragt, alter Alex, soll ich dir das machen? Dafür müsste ich heute Nacht aber die PlayStation ausleihen. Und er sagt, ja klar. Mach das ruhig, kein Problem. Und da habe ich gedacht, yes! Was? Ich komme nicht weiter. Okay. Okay, gut. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich muss hier aufhören. Ich habe noch zwei Leben, okay. Ich hole mir gerade mal kurz das Passwort. Ich muss das auf jeden Fall sehen. Was muss ich denn hier machen? Ui, Entschuldigung. Okay, ich muss gucken, wie ich zu Draculas Schloss komme. Ich habe nämlich jetzt keine Idee. Ich habe das Kreuz, ich habe den Ring, ich habe alle anderen Items, ja. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Ich denke mal auch nicht, dass wir jetzt hier irgendwas haben, was irgendwie bodentechnisch zerstörbar ist. Vielleicht liege ich damit auch falsch, ich weiß es nicht. Ich kann das eine Leben schon mal verlieren, ne? Fjungs! So. Ja, schade. Also die nächste Aufnahme wird dann wahrscheinlich relativ kurz werden. Ach, wir sind doch schon fertig, okay. So, schreibe ich mir gerade mal kurz das Passwort auf. Ja, wir sind auf jeden Fall auch auf der Zielgeraden. Übrigens, ne, zum Fazit, 1 Stunde 36 haben wir aufgenommen, Frame Drops 5. Mal kurz hochrechnen, 96, okay, sagen wir mal 100 Minuten, ne? Das heißt, jede 20 Minuten gab es einen Frame Drop. Das heißt, alle 20 Minuten wurde ein 25stel einer Sekunde, quasi weggeschnitten bzw. übersprungen. Und das ist auf jeden Fall vertretbar. Das heißt, in dieser gesamten Aufnahme dürfte die maximale Verzögerung der Stimme zum Bild eine Fünftelsekunde betragen. Und das ist ja wirklich nicht viel. Ich hoffe mal, es ist auch so. Da werde ich gleich mal in der Nachbearbeitung sehen. Nun gut, okay. Ich muss mal einmal das Passwort aufschreiben. Wo ist denn hier das alte Passwort? Ah, hier ist es doch. Guck mal. So, letztendlich müssen wir jetzt eigentlich nur das Schloss finden. Das mache ich vielleicht morgen schon direkt, weil ich denke mal, es wird eine relativ kurze Aufnahme werden. LXJL J2P Nein, J2JP. Das ist ja gut, wenn ich mich verschreibe. Ich kann einfach ein Video nachgucken. 35N8 und JN8T. TNT. Okay, gut. Das war's. Ja, für heute zumindest. Also ich denke, es werden noch ein, zwei Parts werden. Weil ich bin mir nicht sicher, wie umfangreich das Schloss war. Aber ich werde dann dafür das nächste Mal versuchen, den ohne fiese Tricks zu besiegen. Hat auch der Dominic, der MacGyver, auch eine ziemlich geile Challenge damals gemacht. Weil ich habe den bei Castlevania 1 habe ich ihn dumm angemacht, dass er keine Eier hätte. Weil er nämlich die ganzen Bosse mit der einfachsten Art und Weise gemacht hat, nämlich mit Holy Water. Da bleiben die nämlich auf der Stelle hängen. Und die können sich quasi nicht wehren. Und so ähnlich hätte ich das jetzt hier auch mit dem Endgegner gemacht, mit der Flamme. Weil die hat ungefähr den gleichen Effekt. Das möchte ich aber eigentlich nicht, ne? Deswegen möchte ich das gerne so machen, wie es das gehört. Und zwar schön mit meiner Peitsche, eventuell mit ein paar Messerkennen, vielleicht mit dem Diamanten.
und das Kreuz, welches ich irgendwie einsetzen kann. Wo mir aber nur nicht gerade so bewusst darüber bin, dass man es einsetzen kann. Aber okay, das war's. Wie gesagt, nächste Aufnahme, letzte Aufnahme. Rechne noch mit zwischen ein und drei Parts. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir auch das Spiel geschafft. Gut, also, ne? Haut rein, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal dann. Und, ne? Gebt mir bitte Feedback, so, ne? Ob die Parts hier synchron waren und so. Und ob es vom Bild jetzt besser ist. Würde mich mal interessieren. Also, ne? Bis dahin. Tschüss.